Hi Leute, ich zeige euch heute, womit ich zu Hause putze und wie man sich ganz natürliche, simple, nachhaltige Putzmittel zu Hause selber machen kann. Herkömmliche chemische Putzmittel sind, so wie es auch dick und fett auf der Packung draufsteht, giftig und gesundheitsschädlich. Die belasten unsere Umwelt, unser Grundwasser, Beispiel Phosphate, Aufheller, Silikone, Paraffine, Duft- und Farbstoffe, Konservierungsmittel, Polycarboxylate. Die Liste geht weiter mit Namen, die wir wahrscheinlich alle gar nicht richtig verstehen. Chlor zum Beispiel wirkt reizend, krebsfördernd und lungenschädigend. Formaldehyd genauso und das zerstört die natürlichen Hautschutzbakterien. Triclosan greift die Leber an. Erd- und Palmöltenside, super unökologisch. Duftstoffe sind Allergene und Phosphate zum Beispiel lassen Gewässer kippen. Wie gesagt, die Liste geht weiter. Das erste, was ich euch zeige, ist ein super simpler Allzweckreiniger, den ich jetzt schon sehr lange benutze. Damit putze ich die Küche, auch den Kühlschrank, das Bad, Ablagen, Fenster und Spiegel und auch den Boden. Die simpelste Variante besteht einfach nur aus Essig und Wasser. Dafür kann man entweder Essig nehmen oder man mischt erstmal Essigessenz mit Wasser. Wasser in dem Fall am besten destilliert oder man nimmt einfach abgekochtes und abgekühltes Wasser. Essig wirkt super gegen Kalk, gegen Bakterien, auch gegen Fett. Ich mische dann immer ungefähr 80% Essig mit 20% Wasser. Dazu gebe ich dann aber auch noch 15 Tropfen Zitronenöl und 15 Tropfen Eukalyptusöl. Ätherische Öle wirken nochmal extra desinfizierend. Zitronenöl zum Beispiel antibakteriell, antifungal und keimtötend. Eukalyptusöl genauso, antiseptisch, keimtötend, antibakteriell und beide sind grundsätzlich auch gut für die Atemwege. Tausendmal besser als Chlor und Formaldehyd zum Beispiel. Klar kann man auch noch andere ätherische Öle nehmen, zum Beispiel Orange oder Lavendel oder Oregano oder Rosmarin. Die zweite Variante wäre zum Beispiel, statt dem Essig einen Orangen- oder Zitronenessig zu nehmen. Dafür kann man ganz einfach nach klassischem Hausrezept Zitronen- oder Orangenschalen in Essig einlegen, komplett mit Essig bedecken und das luftdicht ungefähr 2 bis sogar 3 Wochen ziehen lassen, absieben und dann hat man einen super gut riechenden, sehr, sehr starken Reiniger. Dritte Variante wäre jetzt zum Beispiel einfach noch einen Zweig Rosmarin in diesen Orangen- oder Zitronenreiniger reinzutun. Das ist beides ganz gut, wenn man jetzt gerade nicht in ätherische Öle investieren kann. Gut, also wie gesagt, der Allzweckreiniger ist super praktisch. Einfach nur aufsprühen, drüber wischen, fertig. Auch zum Fenster- und Spiegelputzen, wie gesagt, einfach aufsprühen, dann nehme ich einen feuchten Lappen und arbeite das richtig gründlich ein. Danach gehe ich mit einem Baumwolltuch drüber und reibe alles schön trocken. Das sieht erstmal nicht so aus, als würde das jetzt schmierfrei werden, aber glaubt mir, macht einfach weiter, bis alles trocken ist und der Spiegel oder das Fenster ist perfekt sauber. Was auch ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel ein Mikrofasertuch. Das ist auch eine ganz schöne Spielerei, wenn man irgendwas polieren möchte oder wirklich streifenfrei haben möchte. Und so kriegt man auch Armaturen im Bad oder in der Küche super sauber, alles glänzt. Gegen ganz harte Flecken und Verkrustungen, zum Beispiel in der Küche, streue ich dann erstmal ein bisschen Natron auf und sprühe dann den Allzweckreiniger drüber. Das funktioniert auch im Bad super. Wenn die Fugen schmutzig sind, irgendwelche harten Flecken oder irgendwelche widerlichen Ecken und Kanten, die man so nicht sauber bekommt, einfach mit ein bisschen Natron, dann den Allzweckreiniger drauf. Schön einschrubben, entweder mit so einer schönen Bürste hier oder auch mit einer alten Zahnbürste. Wirken lassen, abspülen und alles ist wieder sauber. Natron ist echt das perfekte Haushaltsmittel und das wussten auch schon unsere Omas und Uromas. Das hält Flecken auf, so auch Klamotten, also die Wäsche kann es aufhellen. Das killt Bakterien, entfernt Gerüche zum Beispiel auch im Kühlschrank oder im Katzenklo. Löst wie gesagt harten Schmutz auf und ist dabei auch noch super günstig. Ich habe zum Beispiel einen 5-Kilo-Eimer zu Hause, der hat mich ungefähr 8 Euro gekostet plus 4 Euro Versand. Und damit komme ich richtig lange aus für meinen ganzen Haushalt und die ganzen DIYs, die ich zu Hause mache. Essig habe ich auch direkt in einem 10-Liter-Kanister gekauft, ungefähr 11 Euro mit Versand. Essig ist wie gesagt nicht nur super gegen Schmutz, gegen Kalk, gegen Flecken, sondern auch gegen Gerüche und deswegen kann man den auch wunderbar in die Wäsche mit reinpacken, zum Beispiel um muffige Sportklamotten oder Kochwäsche sauber zu bekommen. Für meine DIYs sammle ich eigentlich immer Gläser von Lebensmitteln, spüle die aus und benutze sie dann. Das spart Müll und Geld. Die lästigen Etiketten bekommt man super easy ab, wenn man das Glas erstmal mit Etikett im warmen Spülwasser einweichen lässt, dann rausholen, erstmal komplett trocknen lassen und dann das Etikett im Ganzen abziehen. Und was dann noch übrig bleibt, kriegt man super einfach mit ein paar Tropfen Zitronenöl ab. Auftropfen, abwischen, fertig. Alles glänzt wunderbar. Weiter sagen. Das nächste, eine Spülpaste, die man auch für die Spülmaschine oder als Scheuermilch benutzen kann. Bis jetzt hatten wir immer die Tabs, die mir bei einer Öko-Version einfach viel zu teuer sind.
Und deswegen habe ich diesmal nach einem Rezept auf YouTube geguckt und das erste, was aufgetaucht ist, ist ein altes Hausmittel, was Olala und Solala super perfekt aufgearbeitet hat. Guckt euch das auf jeden Fall an, das ist in der Infobox verlinkt. Und ja, an das Rezept habe ich mich dann gehalten. Man braucht 3 Bio-Zitronen. Einfach schneiden und die Kerne rausholen. Dann einen großen Topf, am besten bitte einen, der höher ist als meiner, damit nichts überschäumt. Hitze voll aufdrehen, 400 ml Wasser rein, dazu 100 ml Apfelessig und 200 Gramm Salz. Im Video waren es 180, aber ich habe einfach mal aufgerundet. Und dann gebe ich nach und nach einen Esslöffel Natron dazu. Wirklich nur Stück für Stück und immer rühren und den Schaum erstmal runtergehen lassen, damit nichts überkocht. Und nachdem alles erstmal schön aufgekocht ist, drehe ich die Hitze runter und lasse das ca. 10 bis 15 Minuten köcheln, bis das Ganze so ein bisschen reduziert ist. Dann ab in den Food Processor oder Mixer, je nachdem was ihr habt. Ein Pürierstab funktioniert auch. Und wenn nach dem Mixen noch ein paar Stücke übrig bleiben, einfach durchsieben. Das ist eine ganz gute Lösung, wenn euer Mixer nicht so viel Power hat. Et voilà, fertig ist die Spülpaste. Ein Esslöffel davon in das Fach für jeden Spülgang. Und generell sehe ich Spülmaschinen eigentlich eher zum Desinfizieren. Deswegen wird sowieso alles vorher immer kurz abgespült, die Essensreste runter, harte Verkrustungen werden vorher eingeweicht und dann kommt auch wirklich alles richtig sauber aus der Spülmaschine raus. Ich habe die Spülpaste jetzt in so einem Glas. Was ich aber auch echt empfehlen kann, ist diese Quetschflaschen aufzuheben, wo zum Beispiel Honig oder Agavendicksaft drin ist und dann da die Spülpaste reinzupacken. Man kann das dann super einfach dosieren und muss nicht immer noch einen Löffel dazu nehmen und das Glas auf- und zumachen. Als nächstes ein super simpler Abflussreiniger. Besonders wichtig, wenn man wie ich seine Haare unter der Dusche kämmt oder sowas wie Lavaerde zum Haarewaschen benutzt. 3 Esslöffel Natron in den Abfluss streuen, Nase zuhalten, Mund bedecken und dann ein Glas Essig Stück für Stück rüberschütten. Und danach kann man mit heißem Wasser nachspülen. Tipp sowieso beim Putzen eigentlich immer das Fenster offen lassen. Auch Naturputzmittel sollten nicht direkt eingeatmet werden. Zum Teppich und Polster reinigen vermische ich Natron mit ungefähr 20 Tropfen Zitronenöl. Da kann man wie gesagt auch ein anderes ätherisches Öl nehmen. Einfach auf den Teppich aufstreuen, je nachdem mit einer Bürste einarbeiten und das Ganze ein paar Stunden oder auch über Nacht wirken lassen und dann absaugen. Der Teppich riecht danach wieder frisch, wird ein bisschen sauberer. Das ist besonders gut, wenn man zum Beispiel Tiere zu Hause hat oder die Kinder auf dem Teppich rumkrabbeln. Wirkt auch super für muffige Schuhe. Killt wie gesagt Bakterien und Gerüche und das funktioniert auch super, wenn man davon einfach eine kleine Schüssel in den Kühlschrank stellt. Das fängt die ganzen unerwünschten Gerüche ein. Ein in sich fertiger Naturreiniger sind Zitronen. Zum Desinfizieren von Schneidebrettern zum Beispiel. Aufreiben und dann abwischen. Man kann auch vorher ein bisschen Natron oder Salz drauf streuen und dann mit der Zitrone drüber reiben. Das holt alle Flecken raus und desinfiziert es wirklich richtig gründlich. Abwaschen und wie gesagt, wenn es Holz ist, immer mal wieder einölen, zum Beispiel mit Kokosöl oder Olivenöl, damit das Brett oder das Holz an sich lange hält. Ist auch ein super Tipp, um die Bürsten sauber zu bekommen, damit die nicht reißen oder splittern, immer mal wieder das Holz pflegen. Mein Tipp zum Putzen sind so nachhaltige Tools wie Holzbürsten. Es muss ja nicht immer was Chemisches sein, was den Schmutz wegbekommt, sondern wir haben ja auch unsere Muskelkraft und das ist ganz praktisch, um einfach harte Verschmutzungen wegzubekommen. Das hier zum Beispiel ist so ein Strohhalmreiniger, den ich immer für meine Metallstrohhalme benutze und das hier ist unsere Spülbürste. Ansonsten natürlich Baumwolltücher und was auch super praktisch ist, ist alte Klamotten, die nicht mehr tragbar sind, einfach zu zerreißen. Das mache ich ganz gerne, um so kleine Putzlappen zu machen. So ein Mikrofasertuch ist wie gesagt auch praktisch, muss man in meinen Augen nicht haben, aber wenn man sowas geschenkt bekommt, so wie ich, dann kann man es ja auch gerne nutzen. Okay, falls ihr noch neugierig seid, das ist das Spüli, was ich gerne benutze. Dr. Bronner's Seife ist auch ein super Spüli-Ersatz und generell im Haushalt zum Putzen von allem möglichen echt. Das hier ist ein Waschmittel, das ich gerne kaufe. Damit bin ich echt zufrieden. Das ist jetzt schon die zweite Packung. Ist total ergiebig, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Waschmittel kann man übrigens aber auch super einfach selber machen. Aus Borax, Kernseife, Natron und man kann natürlich auch sowas wie Kastanien zum Waschen benutzen. Als Wäscheduft nehme ich ab und zu den hier oder einfach ätherische Öle. Hatte auch schon mal ein Flüssigwaschmittel, das hier zum Beispiel. Bin aber generell eher ein Fan von Pulver. So, also das war's. Viel Spaß beim Frühjahrsputz oder wann auch immer ihr das Video guckt. Ich drücke euch, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin auf Instagram. Macht's gut.